Grüß Gott. Vor vielen Jahren, als ich klein war, gab es eine Redewendung für ein verliebtes Sein, mit einem Mädchen zu gehen. Ich gehe mit ihr, hat man beinahe von anderen Burschen sogar geprahlt. Ich war gespannt, ob eine solche Redewendung auch hier und heuer bekannt ist und auch so die gleiche Bedeutung hat. Und Google antwortet so auf eine solche Anfrage mit jemandem gehen. Eine Liebesbeziehung mit jemandem führen, mit jemandem zusammen sein. Willst du mit mir gehen? Wir gehen seit Mai miteinander und sprechen von Heirat. Im heutigen Evangelium kommt eine solche Redewendung vor. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Hören wir dann die Worte aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das zuhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und Jesus sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja, im Alten Testament, ganz am Anfang im Buch Genesis, gibt es auch eine Rede von einem Menschen, über ihn geschrieben steht: Er ging mit Gott umher. Es geht um Noach. Und es ist genauso heute wie damals, wie im Umbeginn. Es geht um eine tiefe, innige Beziehung zu Gott. Von einer solchen, kann man sagen, Liebesbeziehung, zusammengehen, schreibt auch der heilige Paulus im Brief an der Epheser, was wir heute in der zweiten Lesung hören, wo der heilige Paulus beschreibt die innige Verbundenheit zwischen einem Mann, einer Frau in einer Ehe, einer sorge für den anderen, eine stehe für den anderen da. Ihm auch eine solche Beziehung deutet Jesus auch in diesem Evangelium, wenn er über seinen Vater spricht. Und im heutigen Evangelium können wir sogar die Etappen erkennen, dieses in der Liebe wachsen, in dieser Beziehung, in diesem Zusammengehen. Angefangen von Begeisterung, über Zuneigung und Gefühle bis hin zur Realität des Alltags, sogar Krise, bis dann zur Stabilität. Und diese Etappe, diese Emotionen sehen wir eben in den Menschen, die sich um Jesus versammelt haben. Viele von ihm sind begeistert. Sie wollen bei ihm sein, zuhören, sie wollen Jesus berühren, sie wollen mit ihm gehen. Dann sehen wir diese Krise, wo alle weggehen, wo Jesus sogar
die Lage musste wirklich ernst sein, wenn Jesus sogar seine Apostel fragt, wollt auch ihr weggehen? Eben diese harten Worte Jesu, die wirklich so nicht nachvollziehbar sind, die damals kaum jemand verstanden hat. In einer Beziehung geht es nicht um die Emotionen, nicht um Gefühle, nicht diese Schmetterlinge im Bauch, sondern es geht, maßgebend ist eine Erfahrung, eine Erkenntnis und die daraus kommende Entscheidung. Nun, dieses Evangelium, diese Beziehungsetappen, welche wir hier erkennen, sind Kulissen für uns, heute, die wir heute leben. Wer von uns kann schon sagen, ich gehe mit ihm? Über Noach, der seinen Weg mit Gott ging, so wie wir im Alten Testament lesen, steht auch geschrieben, Noach tat alles genau so, wie ihm Gott aufgetragen hatte. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und hier sehr maßgebend ist auch die Antwort des Petrus auf seine Frage, wollt auch ihr weggehen? Petrus sagt dann, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes, sagte Petrus. Eben in einer Beziehung, und es geht hier um die Beziehung zwischen mir und Gott, geht es auch um diese Etappe, um Begeisterung, um nahe bei ihm zu sein, um von ihm berührt zu werden, kommen aber auch wirklich die harten Worte von ihm, keine großen Erwartungen oder die Gebote, welche Jesus uns auferlegt oder die Worte, die wir nicht entstehen, es entsteht eine Krise. Heutzutage sehen wir, viele gehen nicht mehr mit ihm herum. Jetzt sind wir dran. Du bist dran. Hast du schon in deinem Leben Jesus erkannt? Kannst du zusammen mit dem heiligen Petrus sagen, Herr, wir sind zum Glauben an dich gekommen, denn wir haben erkannt, an dem, was du tust, an dem, was du sagst, dass du wahrhaftig bist, dass du wirklich der Heilige Gottes bist. Das macht diese Beziehung, diese Liebe zu Gott fest, dieses Erkenntnis. Ja, ich habe erkannt, Gott steht mir bei, ich gehe mit ihm umher. Diese Erkenntnis, aber auch diese Entscheidung, mit ihm weiterzugehen, trotz der harten Worte vielleicht, trotz der Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Glaubensleben, trotz all dem, was du nicht verstehst, warum geschieht so oder so, vielleicht verstehst du nicht alles, was Gott zu dir sagt, was er von dir erlangt. Hast du schon erkannt, dass er doch die Worte des Lebens hat, dass Gott zu dir steht, dass Gott mit dir gehen will? Dieses Erkenntnis wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.